Ich wünsch euch ne frohe Weihnacht, ich wünsch euch ne frohe Weihnacht, ich wünsch euch ne frohe Weihnacht und ein fröhliches Neujahr. Ja, wir sind hier bei meinem Weihnachtsspecial und wie es traditionell sein muss, also ich betone das erste Video des dreiteiligen Weihnachtsspecials und wie es so sein muss, natürlich Santa Claus in Trouble. Das Spiel, das ist Kult, das muss man einfach gespielt haben zu Weihnachten. Besser gesagt, Heiliger Abend. Ja, heute ist nämlich Heiligabend, wenn ihr das Video seht. Und ja, ich hoffe für euch heute Abend wird es ein schönes Fest geben. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr denn Weihnachten so feiert. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir spielen das Spiel. Ich habe es als kleines Kind mal gespielt und es gibt auch irgendwie Osterhase in Trouble und alles. Also es gibt verschiedene Versionen davon. Und es ist gar nicht so leicht, wie man hier am ersten Level denken mag. Musikwechsel. Das Ziel ist nämlich, in der angegebenen Zeit alle Geschenke zu finden, ohne runterzufallen. Und dieses ohne runterzufallen erweist sich schwieriger, als man denkt, aber das liegt auch teils an der beschissenen Steuerung, wenn ich das so sagen darf. Naja, das Spiel ist ja auch älter. Und außerdem kostenlos. Ich habe euch den Download-Link mal in die Beschreibung getan. Ja. Da links oben seht ihr unsere Leben, aber um ehrlich zu sein, wer kennt Santa Claus in Trouble nicht? Das Spiel, es ist bekannter als so manch AAA-Titel. Und da hinten sind die Geschenke, die ich holen sollte. Und da ist noch so ein Special-Logo von den Entwicklern. Nein! Und das passiert, wenn man runterfällt. Man beginnt an der Kontrollpunkt, den ich eingesammelt habe, diese goldene Fahne. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, als ich gerade da war. Dafür haben wir die Geschenke da hinten eingesammelt. Und das ist wirklich nur das erste Level und es wird wirklich teils schwerer. Auch wenn das Spiel für Kinder gedacht ist. Aber warum nicht spielen? Und für alle Leute, die sich jetzt Sorgen machen, die anderen drei Teile werden anders sein. Also da werde ich nicht noch ein Free-to-Play. Naja, was heißt hier Free-to-Play? Das ist Freeware einfach nur. Werde ich einfach nicht nur ein kostenloses Spiel spielen, das eh jeder kennt. Nee, nee. Ich habe schon geplant, was ich die nächsten Tage mache. Heilige Nacht, alles fällt. Ah ja, die Lieder, die sind auch toll zu mitsingen. Und wir haben noch 4 Minuten. Yay. Beste Bemerkung. Oh, die Plattform ist weg. Ah. Aber unser kleiner Weihnachtsmann hier schlägt sich eigentlich recht gut. Ich weiß, dass ich als Kind immer total versagt habe in dem Spiel. Und wir wollen natürlich 100%. Das ist ja klar. So, voll Skiller-Move hier. Skill! Ja, nein! Wie gesagt, das Spiel ist nicht sonderlich gut, was die Steuerung angeht, und man fällt schon öfters hin. Was? Uns fehlen ein paar. Uns fehlen Geschenke. Nein. Ein paar Kinder werden unglücklich sein. Na, dafür kriegen sie Kondome. Und das Bildformat ist so vom Spiel, also nicht wundern. Und da wären wir schon beim zweiten Level angelangt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es gibt. Das ist auch neu. Dass ich mal was nicht weiß. Das passiert ja so selten. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. The Happy. Was war das gerade?
Naja, wenn man alle Leben verliert, kommt dieser Game Over Screen und man beginnt einfach nur von vorne des Levels. Sollte es mich eigentlich beunruhigen, dass ich die ganzen Lieder kenne? Na, wer kennt diese standardmäßigen Weihnachtslieder denn nicht? Und gleich kommt auch der erste Gegner. Die KI von diesem Gegner ist so atemberaubend, dass es, wisst ihr, dagegen ist die Fisch-KI von COD gar nichts. Sie haben mich in die Enge, aber ich entkam ihnen. Oh nein, er verfolgt mich. Oh nein, Hilfe. Oh nein, ich werde sterben. Er sieht aus wie ein Schwanz mit zu dick. Naja. Was? Ich hab nichts gesagt. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Da ist noch ein Geschenk. Na, wolltest du mir mein Geschenk klauen? Hä? Dafür gibt's Schläge. Nebenbei, ich laufe mit dem Pfeiltasten, aber man kann auch mit der rechten Maustaste laufen. Also man kann das komplett mit der Maus steuern, wenn man will. Ich hätte versuchen sollen, irgendwie per X-Pedder mein Gamepad zu simulieren. Das wäre ja cool gewesen. So Santa Claus in Trouble mit Gamepad. Und ich komme nicht ans Geschenk dran. Okay. Bug. Oder? Ja. Ich berühre das Geschenk, es wird aber nicht eingesammelt. Waze, Killersprung. 360 Grad FPS Master Santa Claus. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, Eiffel of the World. And now I'm dying in this Dark Queen. Dark Queen? ja. Das passiert auch öfters, dass man sich irgendwie in Ecken verhakt. Ah. Aber hey, die Grafik ist für so ein altes Spiel, das kostenlos war, ziemlich gut. Muss man zugeben. Ich meine, diese realistischen Texturen, dagegen ist Crysis 3 ja gar nichts. Ja, das ist ein Bug. Geil. Okay, übertreiben kann man es auch, Mr. Center. Jingle all the way. Come on, buddy, it go fucking and you are happy. Jingle Bells, Jingle Bells, ich verstehe euch so. Und zwar mit meinen Texten und die es passen nicht. Da 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 da. Schwere Wahl und ich habe beides versaut. Heilige Nacht, alles trinkt und jeder schläft. Mir fällt kein Text ein. Ich wollte eure Kindheit zerstören, indem ich die Lieder versau, aber ne, klappt leider nicht ganz. Wir werden das Spiel nebenbei nicht komplett durchspielen, also das überlasse ich euch noch. Das wird ein reines Zeigi-Zeigi, Cookie-Cookie-Machi-Duki. Epilepsie-Anfall-Hunter. Da kommt ein Gegner. Das ist die beste KI der Welt. Das ist die beste KI der Welt. Nochmal. Ach, ich ignoriere es. Kann ich auch sprinten? Nee. Leider nicht. Schlecht, schlecht. Ach, scheiß auf die paar Geschenke. Weiter. Wir machen jetzt einen Speedrun hier. I gonna speedrun everyone and everything with my balls in my sack and ja. Das ist einfach, wisst ihr, besser hätten die die Ecken nicht setzen können. Da feiert sogar Emero mal die Ecken. Für die Leute, die Emero kennen. Oh Gott, nach einer Zeit. The fuck? Wenn ich dagegen springe, wirft es mich zurück. Okay, cool.
Wir entdecken hier Bugs, die glaub keiner sonst kennt. Oder ich habe eine Buggy-Version von der Chipseite runtergeladen. Es gibt glaube ich auch schon Nachfolger davon, also Santa Claus in Trouble 2 und 3. Nee, mich mehr wichtig und happy. Bitte Namen eingeben. Sandoron. Sandoronjojo. Mhm. Na, wir spielen noch. Weiter. Komm. Letzter Versuch. Ich glaube, das wird das abgefuckteste Weihnachtsspecial überhaupt mit der ganzen Summerei, Singerei, Verstörerei und ja, Verbaggerei. Nee, das Lied kenne ich glaube ich nicht. Ich kenne zwar die Melodie, aber ich kenne den Text nicht. Falls jemand weiß, wie das Spiel, wie das Lied heißt, bitte in die Kommentare posten. Oh Gott, das wird sowas von schrecklich. Ihr seht schon, komm. Video gestrikt, weil Merry Christmas von I know, Don't Notice Interpreten. Das müsste man eigentlich auch bringen. So selber ein eigenes Video striken, weil man dort gesungen hat. So halt seinen Gesang schützen und dann... Way, Skiller Move. Und dann, wieder auch immer wegspringt. Und dann halt Video striken. Ich kann Doppelsprung. Cool. Das hätte ich vorher wissen müssen. Yeah, Doppelsprung und dieses Klacken. Ah, so erwische ich wahrscheinlich... Ah, so erwische ich auch die Teile. Dann war es vorhin gar kein Bug. Ah. Wisst ihr, man kann nicht sprinten. Man kann nicht normal steuern. Aber Doppelsprung muss sein. Dann kann ich auch problemlos die Typen überspringen. Und noch ein Checkpoint. Jetzt wird's ganz übel. Way. Ich muss aufpassen. Sonst haben sie mich gleich in der Kneifzange drin. Was? Das ist... Wisst ihr, das ist das beste Horror-Survival-RPG, das ich je gespielt habe. Ja, das ist Horror-Survival-RPG. Gibt's überhaupt sowas? Ja klar gibt's sowas. Horror Survival RPG, kenn ich sowas? Joa, Mia Smarter könnte man dazu. Wow, und das war's. Also, sage ich nur noch... Ich durfte keinen Namen eintragen. Suicide Santa! Nochmal Suicide Santa! Suicide ist so happy! Ja, auf Wiedersehen. Euer... Sandoron. Und ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten, einen frohen Heiligabend und noch ganz viel Spaß.